Hallo Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge von Anno 1602. Immer noch in der neuen Welt. Ja, wo die neue Welt ist, das wissen wir eigentlich gar nicht. Es wird eigentlich nie wirklich besprochen, dieses Thema. Man ist halt irgendwo, wahrscheinlich in einem sehr warmen Klima. Sonst würden da auch keine tropischen Inseln sein. Aber neben den tropischen Inseln dann auch noch solche hier zu haben, ist halt dann noch irgendwie witzig. So. Die Frage ist nur, wohin. Oh Mann, wenn das Gebiet der Eingeborenen hier nicht so groß wäre. Ich würde hier unten ja ganz gerne noch ein Feld hinbauen, aber das geht von der von dem Ding her halt nicht. Euer Volk wird vom schwarzen Tod dahingerafft. Uiuiui. Ich wusste gar nicht, dass es dazu auch noch mal eine Zwischensequenz gibt. Okay, dann muss ich mich erstmal darum kümmern. Wo ist die Seuche ausgebrochen? Aha. Ja, okay. Der Arzt ist schon unterwegs. Okay, du wirst jetzt erst einmal hier eine automatische Handelsroute bekommen. Du lädst hier Gewürze aus und du lädst hier Kakao aus. Und das andere Ziel ist dieses Kontor. Da kannst du dann die Gewürze einladen und den Kakao einladen. Ankerlichten! Jetzt bauen wir hier nochmal ein Gewürzfeld an. Wie ist bei denen mit der Nahrung aus? Ja, die wird sogar noch mehr. Also kann ich auch noch mehr Siedler hier hinstellen. So, und dann werde ich hier eine kleine Farm bauen. Nicht alles. Ich wollte nur das hier löschen.
Captain! Und vielleicht kann ich ein bisschen was verkaufen. Ziegel, Kakao. Wie sieht's bei dem hier aus? Ja, und Holz auch. Aber vor allem Ziegel. Also ich kann Ziegel kann ich immer ziemlich gut verkaufen. Und ich brauche hier unten jetzt übrigens, ja, brauche hier dringend weitere Baumaterialien, wenn ich hier weiterbauen will. Und hier muss ich ja irgendwann die Mine hinsetzen. Oh ja, jetzt verbrauchen sie ganz schön schnell die Gewürze. Wie sieht es mit der Nahrung aus? Ja, die hält sich gut in der Waage. Bauen eigentlich die Gegner auch schon Straßen? Nee, aber bei dem brennt das Dorf. Und er hat keine Feuerwehr. Tja, das ist halt das Dumme, wenn man seine Wohnhäuser neben den Vulkan baut. Dem brennt das Dorf ab. Ich brauche jetzt eigentlich nur noch die beiden Gebäude und dann könnte ich sogar schon weiter aufsteigen. Aber da will ich erst ein bisschen ein Polster haben, was die Kakao- und Gewürzversorgung angeht. Oh. Jetzt bauen die nämlich hier auch schon ihre Häuser. Jetzt nimmst du noch 10 Tonnen Ziegel mit und dann zack. Leben eigentlich die Ureinwohner nur von Gewürzen? Oder von den anderen Ressourcen, die hier anbauen? Ah, das ganze Dorf hat dann neu gebaut. Weil der PC anscheinend nicht in der Lage ist, eine Feuerwehr zu bauen. Ich denke nicht, dass es ihm an Ressourcen gemangelt hat, oder? Könnte natürlich sein, aber wenn es so heftig ist. Thank you.
hat schon über 600 Einwohner hier. Ja, der hat halt auch echt eine riesen Insel, der Gelbe. Ich sollte mir halt auch echt überlegen, ich kaufe die Stoffe nämlich ja auch ein. Ich meine, hier diese Schaffarmen, die sind nett. Aber ich glaube, ich werde, wenn ich expandieren will, zumindest mit den Gebäuden, werde ich eine von diesen beiden definitiv abreißen müssen. Denn eine Kirche muss ich bauen und ein Badehaus. Und die brauchen beide viel Platz. Also werde ich mal schauen. Ich werde diese Schaffarmen hier, die werde ich nach da oben verlegen müssen. Und da oben muss ich dann nochmal einen... ein Dings bauen, einen Marktplatz, ne? Wenn ich da überhaupt Platz habe für einen. Das sieht nämlich eher schlecht aus. Ziemlich wenig Weideland, ne? Scheiß Eingeborene! Ihr macht mir den ganzen Platz hier zunichte! Oder, was ich auch machen kann, ich kann eine der Holzgeschichten hier natürlich auch killen. Das kann ich auch machen, klar. Eine der Holzlager. Weil die sind sowieso... Also drei brauche ich bestimmt nicht. Na, ist wahrscheinlich tatsächlich besser. Ich nehme eins der Holzlager weg, anstatt dass ich die Schaffarm wegmache. Jetzt bauen sie schon wieder. Ja. Wie viel bringt denn eigentlich momentan der... 10 Tonnen Gewürze, 11 Tonnen Kakao pro Lieferung? Das ist in Ordnung. Dann werde ich diese Hütte hier löschen, weil die sowieso am ineffizientesten ist im Vergleich zu den anderen beiden hier. Dann schauen wir mal. Kirche. Die hat 50 Unterhaltskosten und das Badehaus 60 Unterhaltskosten. Ist noch teurer. Eine Schwertschmiede. Die brauche ich aber nur für Waffen und Waffen habe ich nicht vor im Moment. Irgendwelche zu bauen. Goldmine, ja schön, wenn ich eine Goldader hätte,
Dann würde ich auch eine Goldmine bauen. Und ich glaube, in der Burg werden die Einheiten hergestellt. Ja, das mache ich alles nicht. Zumindest jetzt nicht. Ja, also das ist höchstens im Endgame irgendwann mal der Fall, dass ich das mache. Die sind alle fast schon aufgestiegen hier. Also bevor ich mit den Dingern hier aufsteige, mit den Bürgern, werde ich erst dafür sorgen, dass ich die benötigten Werkzeugproduktionen, die benötigten Werkzeuge habe. Und das bedeutet, ich muss hier erst noch eine Mine bauen. So, jetzt gibt's keinen. Ja, jetzt kann auch der Werkzeugschmied nicht mehr weitermachen. Jetzt muss ich den nämlich auch stilllegen. Ich glaube, ich kann die Erzmine sogar löschen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kann einfach in den Berg dann später die tiefe Mine reinbauen. Und es ist alles problemlos. Also ich brauche für die tiefe Mine als Voraussetzung nicht die normale Mine, glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, so ist es. Oh, wenn ich jetzt kein Werkzeug habe, dann kann ich dieses Werkzeug natürlich nicht. Sollte ich es nicht unbedingt verbrauchen? Aber wobei doch, also wenn ich ja jetzt Erz herstelle, dann kann ich aus dem Erz ja dann auch wieder. Kann ich ja dann daraus wieder Werkzeug schmieden. Also die Stoffe, die halten sich gerade so die Waage. So, ihr macht jetzt aber erstmal nicht weiter mit. Jetzt muss ich hier erstmal eine Mine anlegen. Und der andere. Werde ich seine. Gute etwas modifizieren.
So, und jetzt dürfen sie auch wieder. Jetzt kriegen sie auch wieder Baumaterial. Wobei es ist nur noch ein Haus, das abgegrittet werden muss. Also. Das ist aber auch gut so. Die werden jetzt hier auch nicht weiter, die werde ich auch nicht weiter aufsteigen lassen. Die werden bei den Siedlern bleiben. Das ist auch völlig ausreichend. Die habe ich eigentlich auch wirklich nur deswegen gebaut, weil ich ein bisschen eben die Steuereinnahmen damit abgreifen will. Damit meine Bilanz möglichst positiv bleibt. Wäre ganz manchmal ganz interessant zu sehen, also ich fände es cool, wenn es das geben würde, die Möglichkeit, wenn man bei den Marktkarren sehen würde, was die gerade geladen haben. Das wäre interessant. Dann muss man die nämlich nicht verfolgen. Wie sieht's aus mit den Stoffen? Habe ich da genug? Ja, das ist so. Gerade so das Gleichgewicht. Das hält sich gerade so. Kann doch einfach hier oben noch mal eine hinbauen, noch eine Schaffarm, oder? Ich glaube, das wäre schon, das würde schon was bringen. Aber jetzt kann ich es im Moment eh nicht, weil, oh, da ist schon wieder die Seuche am Start. Jetzt kann ich im Moment eh nicht, weil ich kein Werkzeug habe. Und hat er jetzt mittlerweile Eisenerz? Nein. Der nimmt Gewürze mit. Heißt das, ich habe Überlauf? Nein. Warum nimmst du das Zeug mit? Habe ich irgendwas? Es stimmt irgendwas an der. Warte mal.
Kann sein, dass das nicht ganz so richtig geplant war mit der... So, jetzt hat er nämlich Eisenerz an Bord. Hier kann ich mal ein bisschen Holz verkaufen. Oh, Tabakwaren verkaufe ich auch. Aha. Können wir aber mal lassen. Was können wir da noch verkaufen? Alkohol. Hm. Ja, die Ziegel könnte man natürlich verkaufen. Ne? Die sind da bei den anderen Spielern ja sehr beliebt. Meistens. Der Rote hat übrigens immer noch keine zweite Insel besiedelt, fällt mir gerade so eben auf. Der ist immer noch in der fast in der Steinzeit. Ne? Erst brennt ihm das Dorf ab. Gut, ja, dann wird schwierig, dann noch großartig weiter zu expandieren. Aber dass der immer noch in der Steinzeit hängt. Quasi. Ja, der bietet Eisen an. Ja, das hat jetzt der Händler gekauft. Der hat jetzt 25 Tonnen Gewürze, 26 Tonnen Kakao dabei und 5 Tonnen Eisenerz. Mhm. Ich baue mal zur Sicherheit das zweite Kontor hier drauf. Denn das hat mehr Platz. Und dann auf lange Sicht ist tatsächlich auch wirklich wieder die nächste Insel gefragt. Vor allem, weil ich weiß, dass so mir fehlen schon wieder die Worte. Diese Rohstoffe wie Kakao, die werden sehr schnell verbraucht. Und auch gerade sowas wie Stoffe, die Nachfrage wird noch viel höher. Und Stoffe sind ein sehr fundamentales Grundprodukt. Und da ist es dann ganz gut, wenn man irgendwie Baumwollfelder hat oder sowas. Was ich hier auch mal hinstellen könnte, ist ein weiterer Steinbruch. Oh, der kostet 6 Tonnen Werkzeug. Was kostet der? Habe ich nicht das Werkzeug dafür. Und dann die Ziegel einfach verkaufen. Im Moment verwende ich die Ziegel ja hauptsächlich, um Straßen zu bauen. Was übrigens der Computergegner gar nicht macht. Das ist bis zum Schluss. Fällt ihm nicht ein, irgendwelche Straßen zu bauen. Das macht er nie. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Schon wieder. Und ich habe kein Werkzeug. Ja, dann... Shit. Habe ich jetzt das Eisenerz? Ja. Also ich kann tatsächlich hier den hier wieder... Muss das Haus löschen.
Ja, das. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Oh, irgendwo ballert der Vulkan. Oh, da, wo ich gerade auch geguckt habe auf der Insel. Der Gelbe baut sein nächstes Schiff. Der jetzt wieder hoffentlich wieder ein bisschen Eisenerz dabei. Ja, der bringt jedes Mal 5 Tonnen mit. Das ist gut. Oh ja, ich kann Kakao verkaufen. Oh ja, das wird mir Geld einbringen. Stoffe. Kann ich hier unten? Ah, nur 50% Baumwolle. Wie sieht's denn aus mit den Stoffen? Ja, ganz okay. Verkauft man das Holz hier. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Beziehungsweise, nee, ich verkauf's nicht. Ich lege einfach den Betrieb still. Wie sieht's aus? Hab ich schon welche verkauft von den vom Kakao? Nein. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Und schon wieder ein neues Schiff, der Gelbe. Der Gelbe baut und baut und baut. Und er hat fast schon 650 Einwohner. Oh, da hat hier hinten schon eine Kanonengießerei gebaut. Krass. Oh ja, und er hat eine Kirche. Und er hat ein Badehaus. Dann hat er auch bald Kaufleute. Das dauert nicht mehr lang.
Also der Gelbe ist mit Abstand der Beste von uns. Aber wie viele Baumwollwälder der hier hat. Bin mir sicher, der kann... Der hat Stoffe im Angebot, in Massen. Ja, kann ich hier einkaufen gehen? Das mache ich jetzt auch mal. Ich gehe mal ein bisschen einkaufen und verkaufen. Was wollen die denn haben? Die wollen Ziegel und Kakao. Bringe ich ihnen. Ich habe aber nur 5 Tonnen. Oh, Kakao habe ich jetzt auch schon wieder verkauft. Aber ist egal, ich werde ihnen trotzdem welchen mitnehmen. Oh, und wie viel Ziegel kaufen die mir ab? 36 Tonnen. Deswegen habe ich nicht. Dann muss ich erstmal ein bisschen warten. So, wie viel Eisen haben wir jetzt produziert? 6 Tonnen. Ja, die Frage, ich warte noch ein bisschen länger. Dann müssen wir, weil wir 10, 12 sind, dann aktiviere ich die Werkzeugschmiede wieder. So, warte. Bis ich 10 Tonnen Ziegel habe, die nehme ich dann mit. Ja, jetzt haben wir sogar 11. Brauche ich eigentlich irgendwas? Ja, bei dem kaufe ich meistens die Stoffe ein. Jetzt haben wir 11 Tonnen Eisen. Sehr gut. Dann mache ich jetzt die Werkzeugschmiede wieder an. Oh, der hat auch schon hier einen Galgen gebaut. Das hat er noch Angebote. Ich habe ihm erst den Kakao verkauft und jetzt braucht er ihn nicht mehr und will ihn wieder loswerden.
den kann ich den restlichen Kakao hier verkaufen. Und bei dem kann ich auch Eisen einkaufen. Allerdings für ziemlich viel Geld. Oder werden wir mal das nächste Schiff bauen? Um langfristig gesehen die nächste Insel besiedeln zu können. Ja komm, kauf mal. Das kann ich schon gebrauchen, das Eisen. Und wieder die Seuche. Da ist der Arzt. Wobei die Frage ist, ob zu diesem Zeitpunkt in
der Geschichte man diese Menschen wirklich Arzt nennen kann. Vielleicht eher Heiler. Ziegel ab, die werde ich ihm gleich bringen. Haben wir hier eigentlich ein Lager voll? Nee. Frag mich, was der Rote, ob der noch in irgendeiner Form am Spiel richtig teilnimmt. Weil der hat sich, glaube ich, in den letzten 60 Minuten nicht wirklich verändert. Außer, dass sein Dorf abgebrannt ist. Das kann ich mich erinnern. Aber ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass er in irgendeiner Form was zum Geschehen beigetragen hätte. Okay, jetzt lade ich mal die restlichen Ziegel, die ich hier habe, ein und verkaufe die. Was will denn der noch? Nur Ziegel. Was will der Rote? Nichts. Was will der Weiße? Tabakwaren. Oh ja, und dafür ist er richtig... Wie viel will er denn haben? 12 Tonnen. Dafür zahlt er richtig Asche. Ah, das nächste Schiff. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. So, du kommst jetzt her. Also ich würde ganz gerne diese Insel als nächste besiedeln. Wegen der Baumwolle und des Kakaos. Sie halt keine Erzvorkommen hat und die hier hat Erzvorkommen und die ist halt viel größer. Am besten wäre es, ich würde beide besiedeln. Wenn man einmal eine Insel geclaimt hat, dann kommt der Gegner normalerweise nicht auf die Idee. Oh, Feuer! Ein Brand vernichtet eure Häuser! Wer hat denn da schon wieder rumgezündelt? Oh, irgendeiner von den blöden Pionieren. Der ist richtig mies gelaunt. Weg mit dem Haus. Das lohnt sich nicht, dafür eine Feuerwehr hinzustellen. Oh. Setz die Vorsäge!
Wie sieht es aus mit der Nahrung? Tabakwaren, Gewürze. Okay, hält sich einigermaßen die Waage und die Stoffe. Ja, die habe ich ja eingekauft. Jetzt brauche ich definitiv eine Feuerwehr. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Och nö. Jetzt ist die Feuerwehr kaputt. Meine Güte, scheiß Feuerwehr. Zum Glück habe ich das Werkzeug übrig gehabt. Ja. Da hinten brennt noch die Farm. Okay, alles gelöscht, dann wird die Feuerwehr wieder entfernt. Wobei es vielleicht keine dumme Idee ist, die hier in der Nähe des Vulkans zu behalten. Weil das passiert wahrscheinlich immer mal wieder. Und wenn ich da mal plötzlich mal vielleicht nicht die Ressourcen habe, um eine Feuerwehr zu bauen, das wäre dann weniger gut. Kann ich die stilllegen? Nee. Ja, ich lasse jetzt mal da stehen. Schon wieder Feuer. Ah. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Wo denn? Wieder nur die blöden Pioniere. Die drei Pioniere, die ich noch habe. Und schon wieder geht's ihm gut. Zwei Spritzer Wasser aufs Haus, Feuer gelöscht. Alles okay. Nichts passiert. Also die einzigen, die tatsächlich auch eine Nachfrage nach was haben, sind die Hauptinseln des Weißen und des Gelben.
Ja, Gewürze. Aber der andere hier ist wieder bereit, ziemlich viel Geld für Tabakwaren. Und zwar für 18 Tonnen Tabakwaren herzugeben. Ja, der hat schon Kaufleute, der Weiße. Ja, hat er. Der hat jetzt auch schon 750 Einwohner. Also bei mir wird es jetzt auch Zeit. Ja, dann wollen wir mal eine Kirche bauen. Oh, dafür fehlt mir. Die Ziegel fehlen mir. Und hier fehlen mir auch die Ziegel. Ja, mit den ganzen Ziegeln habe ich halt Straßen gebaut. Ich warte einfach einen Moment. Der hat bestimmt gleich wieder Bedarf an Tabakwaren. Dann verkaufe ich ihm den Rest. Ja, der hat ja sogar zwei Erzvorkommen hier, ein großes und ein kleines. So, jetzt claim ich erst einmal. Oh, der hat auch Tabakwaren an Bord. Warum denn? Jetzt claim ich erstmal die nächste Insel. Also brauche ich erstmal nur Holz und nehmen wir mal 20 Tonnen Holz mit. Und erstmal nur 5 Tonnen Werkzeug. Und damit gehe ich hier rüber. Denn das ist eine große Insel und die kann ich auch tatsächlich nochmal versuchen, richtig auszubauen. Ja, will er wieder? Ja. Ja, was fehlt? Ich habe immer noch nicht. Ah, ich brauche ja extrem viele Ziegel. Mann, Mann. Keine Kanonen. So. Ei, ei, Captain! In die Wanten! So. Da ist nämlich schon der Rote. Ich glaube, der wollte nämlich auch gerade eben hier eine verdammte... Das ist ja nun echt, echt verdammt gut, was ich hier gemacht habe. Ein paar Sekunden später und ich wäre einfach nur leer ausgegangen, so wie er jetzt leer ausgegangen ist.
Die Fischgründe sind so weit weg. Jetzt habe ich genug für ein Badehaus. Und ich baue jetzt auch tatsächlich mal einen zweiten. Nicht einen zweiten Stein, doch einen zweiten Steinmetz. Ja, dann lösche ich hier diese Siedlung. Ach, ich habe vergessen, einen Zugang zu bauen.
Okay, die Nahrung ist deutlich in der Überproduktion. Da kann ich mal den ein oder anderen Betrieb stilllegen. So, jetzt habe ich genügend Ziegel für die Kirche. Das reicht sogar. Damit kann ich sie sogar alle zufriedenstellen. Ja, bang. Jetzt kann ich eigentlich auch die Kapelle löschen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Weil die verbraucht nämlich auch ordentlich. Also die hat glaube ich auch 10 oder 15 oder 5, ich weiß es nicht, wie viel Betriebskosten.862 bei ihm, 747. Ja, der Weiße hat jetzt von den Einwohnerzahlen den Gelben aber deutlich überholt. Der mauert hier auch schon seine ganze Geschichte ein. Ich muss jetzt denen da drüben mal wieder ein bisschen Werkzeug vorbeibringen.
Oh, da ist der erste. Kaufleute. Sehr gut. Und die wollen jetzt auch gar keine neuen Gebäude mehr. Jetzt wollen sie dann nur noch irgendwelche Bedarfsgüter. In dem Fall Kleidung. Und dann werden sie dann zu... Weiß gar nicht, was kommt denn nach den Kaufleuten? Kommen da schon direkt die Aristokraten? Ne, ich glaube, da kommt nochmal eine Zwischenstufe. Na gut. Dann lade ich noch ab. Und dann lege ich wieder eine Pause ein. Das ist ja jetzt wieder ein guter Zeitpunkt. Wenn wir hier die dritte Insel aufbauen. Ja, davor nochmal abzuspeichern und nochmal Luft zu holen. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen bei Anno 1602. Bei einem sehr entspannten Spielchen. Das macht so Spaß. Bis zum nächsten Mal.